Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Sherlock Holmes. So, Margaret, dann erzähl uns mal ein bisschen was über dich. Der Holmes steht auf dich. Good day to you, miss. You have some very beautiful plants here. Why, thank you, sir. And good day to you, too. But... Oh, I do beg your pardon. My name is Dr. John Watson. This is my good friend, Mr. Sherlock Holmes. I am honored to make your acquaintance, gentlemen. My name is Margaret White. Excuse me, but are you Sherlock Holmes, the great detective? Oh, yeah. Yes, I am he. What a pleasure to see you here at Kew Gardens. Are you working on a case? Die ist ganz schön neugierig, hä? Wo ist sie hier? Ja, Knut Schlupmaster. Ja. Hauptsache unverheiratet. Yes, a theft of plants that took place here a few days ago after their most recent exhibition. Oh, oh yes, of course. I quite forgot about that. Oh, it's quite understandable that you might forget about the theft of the plants, miss, after the tragedy that took place here. Yes. The director was a truly good man. It is such a terrible misfortune. Would you happen to know why part of the colonial collection was cleared? No, I have never been there. Die hat gerade gesagt, es war ein guter Mensch. Alle anderen sagen, das war ein wortwörtlicher Diktator, ey. Do you work here? Part-time only. I am a biology student at the London University. I attend the same classes as the son of Mr. Montague Dunn. That is how I found my chance to work here for part of my thesis, you see. It is a great honor. How well did you know Mr. Montague Dunn? He was a master, a great leader. I saw him almost as a spiritual father. He had an exceptional nature? Oh yes, indeed. He was always so active and so optimistic and very nice to me. Although he could behave harshly towards his son. Why, sir? Er wollte sie. He loved his son dearly and wanted the very best for him. Wir haben den Fall gelöst, der Sohn ist dran schuld, der Sohn hat ihn umgebracht, weil der Sohn die will, der Vater wollte die. Spaß. Most of the doors in Kew Gardens are locked. Do you have a key to this room? Oh, yes. Albert gave me a set of duplicate keys. He agreed I might carry out my studies without disturbing him. It is only temporary. Thank you, miss. Okay. Jetzt müssen wir noch mit dem anderen Dulli reden, der sich für was Besseres hält. Nursery. Okay, und hier haben wir jetzt die ganzen Samen. Und meine lieben Zuschauer, so werden Pflanzen gemacht. Die Erde wird besamt. The seeds of plant species are stored here. Mal Watson, geh aus dem Weg! Wir wissen, dass du auf die Margaret scharf bist. It is a bust of Montague Dunn.
Oh, guck mal, was da oben ist. Da fehlt was. I am curious if the marble that we found will fit this place. Natürlich passt das. Here it is. The marble fragment that we found in the colonial collection room is what they have in common. Warum das wohl? Warum passt das dort? Hat der eins mit dem Ding auf den Nischel gekriegt? A thesis written by Martin Hamish. A glasses case. It is empty. This area serves as Martin Hamish's office. This poster is for an exhibition that Martin Hamish was directing, but it had nothing to do with Kew Gardens. This certificate belongs to Martin Hamish. He won a horticultural competition. Hamish, war das nicht dieser Idiot da draußen? These young plants must be delicate if they are kept in the nursery. Das war doch dieser Dulli hier draußen. Locked. Der, zu dem wir jetzt gehen. Haha! There was a bottle here. It left behind a trace of the substance that pervaded the laboratory. Good heavens. What's it doing here? The gold is almost immune to chemical attacks, so it may be a valuable auxiliary for various experiments. But why would anyone perform such experiments in a botanical garden? Several drops of the substance were spilled. Someone carried this bottle around. Several drops of the substance were spilled. Someone carried this bottle around. The bottle is no longer here, but it is possible to detect a faint scent. We need a good nose. Toby! Du kleiner knuffiger Hund! A botany book. This student's book belongs to Albert. Chemicals, a sufficient quantity for some serious experiments. A phonograph used for voice recording, remarkable. Yes, this is quite a modern laboratory. Study report by Martin Hamish. And it seems clear from these multiple experiments that plants do respond to their environment and have a form of consciousness. Margaret White, February 1895. Report number 245. Study report. Okay. This is a table for experiments. It resembles my own. Only this one is kept in good order, Holmes. Ey, dieser dumme Kommentar hinterher, ganz ehrlich. It appears as though the protective equipment is missing from here. Such masks are generally worn when dealing with toxic chemicals.
gloves, waterproof aprons, everything one might need for self-protection. Do they grow dangerous plants here? Na klar, Pflanzen, die den Arsch beißen. Locked. Holmes, Albert Dunn didn't give us the key to this door. It does not matter. We will open it. Boah, Schlossknagger. Ich verstehe das jetzt hier gerade nicht, das Prinzip, deswegen halten wir uns mal da hinten an den kleinen Schniepel. Ich verstehe das Prinzip gerade nicht. Ah, wartet mal, jetzt! Jetzt verstehe ich das Prinzip. Oder auch nicht. Nee, das ist so schon richtig. Boah, nee, das dauert mir zu lange. Open. Das dauert mir zu lange. Miss White's locker. A draft of the letter that Miss White sent to her parents.
Liebe Mutter, lieber Vater, mit mir, nur mit Widerwind schreibe ich diesen Brief, um euch um Hilfe zu bitten. Meine Studien und Wohnkosten haben sich als höher herausgestellt als ursprünglich gedacht. Aus diesem Grund fürchte ich, werde ich sie auf lange Sicht nicht tragen können. Mir ist bewusst, dass wir... Lalalala, Margaret. Apparently, Miss White is a capable student. Oh. These jewels must be worth a small fortune. A vanity purse. It is of high quality. Ich denke, sie hat kein Geld. Margaret, wir waren ganz überrascht, als wir deinen Brief erhalten haben. Wie kannst du uns nur um Geld bitten nach all den Jahren, seitdem du uns verlassen hast und in denen du nicht ein einziges Mal an uns gedacht hast? Bisher hast du uns nie etwas über dein Studium verraten, aber jetzt auf einmal tust du es doch. Vermutlich schämst du dich einfach für uns, weil wir nicht aus derselben oberen Klasse wie deine neuen Freunde stammen. Ja, wir sind bescheidene Menschen, aber du hättest zumindest von uns lernen können, dass die Familie an erste Stelle kommen sollte. Und zumindest haben wir nie unseren Ruf ruiniert, wie du es offensichtlich bereits mit deinem Arbeitgeber Mr. Dune getan hast. Schäm dich. Liebe Margaret, ich weiß, wie sehr dich dein Geldproblem belastet. Ich werde jedoch nicht zulassen, dass du solch eine Zwickmühle bleibst. Da kannst du dir sicher sein. Ich stamme aus einer wohlhabenden Familie und ich werde dein treuer Freund Albert. Der hat sich in die verknallt. Martin Hamish's Locker. Father and I, Kew Gardens. A review on rare and exotic plants. Martin Hamish has written several pieces. War es vielleicht doch der Sohn? Aufgrund der jüngsten Ereignisse in Kew Gardens möchte ich meine Werbung für den Posten des Direktors erneuern. Wie ich bereits in meinem früheren Brief bekundet habe, halte ich niemanden für besser geeignet dafür als mich selbst. Als Mr. Montague noch am Leben war, hatte ich selbstverständlich mit Gärten unerfahren und unmotiviert Menschen verlassen. Von daher muss ich sie bitte schätzen, mich ändern. Martin Hamish studied chemistry. Interesting. Der ist dran schuld. Der hat sich in die Olle verknallt, wollte die halt noch so richtig schön knattern. Und Albert's Locker. Ja. A picture of Miss White and Albert in front of the University of London. And they seem to get along. Specialist articles on shipyards and ship construction. Albert Dunn has a great passion for shipbuilding and the sea. Okay. A rejection letter from the British Royal Naval College. Mit Bedauern muss ich Ihnen mitteilen, dass wir Sie trotz Ihrer hervorragenden Ergebnisse in einer Einschätzung. Ja. Da war ich aber noch nicht fertig. Oh, doch. So, bis jetzt ist möchte gern Dulli Arschloch da hinten der Schuldige in meinen Augen. Ja, Watson, komm mit, wir besuchen deine Kirche. Wenn ich mal den Weg finden würde. Da. Kew Gardens is such an exciting place. Wouldn't dann you agree? Nicht. Dann lass mich doch in Ruhe. Dann gehen wir halt zu dem Jungchen. Mit dem rede ich gleich.
farmhouse. Hä, wieso bin ich jetzt... Hä? Ich blick hier nicht mehr durch. Hä, wo ist denn jetzt der Dulli hier? Hä? Hä? Wo ist der denn? Verarsch mich doch ne! Watson, geh aus dem Weg, Mann, du bist fett. These flower pots are beautiful. They are intended to be used for exhibition purposes. The symbol is not from Kew Gardens. Hey, wo ist denn der eine Knallkopf? Da. I perceive that you are passionate about the Royal Navy. Passionate? No, not really. I like ships, that is all. Are you quite sure? You do not seem to be so interested in plants. It's difficult, that's all. My future is here. It has never been about anything else. Schade. I perceive that you are passionate about the Royal Navy. Passionate? No, not really. I like ships, that is all. Are you quite sure? You do not seem to be so interested in plants. It's difficult, that's all. My future is here. It has never been about anything else. I perceive that. Wie es weitergeht, erfahren wir in der nächsten Folge. Bis dann, bleibt gespannt, genießt den Tag und bye bye.